Und da muss ich mir halt überlegen, also wenn ihr jetzt dann 2 Monate lang kein, nicht unmittelbar dann das Geld bekommt, wie viel das dann eben ausmacht. Also wenn der dann eben, wir haben vorhin mal so rein kalkulatorisch 2000 Euro pro Monat und Entwickler angesetzt, also ist vielleicht ein kleines bisschen hochgegriffen, aber es ist durchaus im realistischen Bereich. Das sind jetzt mal 20.000 Euro. Das geht von meiner jährlichen Marge dann auch schon weg. Und da kommt es halt dann wirklich darauf an, wie viel verdiene ich mit dem guten Mann und dass es halt dann auch rentabel bleibt. Mal dazu, dass ich es halt vorfinanzieren muss auch. Da ist natürlich, muss man halt dann schauen, dass man diese 2 Monate die Leute oder den jeweiligen Mitarbeiter halt dann so beschäftigt, dass er dann eben nicht irgendwie praktisch als Vollausfall in den Büchern dann drin steht, sondern man halt irgendwelche Seitenprojekte macht, die halt dann nicht so wichtig sind, aber dass man dann den komplett auslastet in dieser Wartezeit zwischendrin, das muss man halt auch damit rechnen, dass das nicht immer so funktioniert. Genau, also kostet viel. Wie gesagt, auf der anderen Seite, man hat, denke ich mal, durchaus, wenn man ein gutes Team in Deutschland, in Österreich irgendwie auch hat, das dann auch vor Ort sein kann, zum Kunden gehen kann, hat man, glaube ich, da schon auch einen Stellenwert beim Kunden. Und da kann sich's schon auch rentieren. Also man muss, das, ich finde das auch ein durchaus valides und tragfähiges Geschäftsmodell. Es ist halt nicht so, dass man da einfach seine GmbH anmeldet, dann die Kundenschlange stehen und man dann eigentlich nur noch die 500 oder 200 Euro Scheine zählen kann, sondern es ist halt trotzdem mit einem Haufen Kapitaleinsatz verbunden und drum rentiert sich es ja auch relativ gut, weil es halt nicht jeder machen kann. Also wenn es ein Geschäftsmodell wäre, wo jeder mit ein paar tausend Euro Invest irgendwie ein paar hunderttausend Euro im Jahr rauszieht, soweit funktioniert unsere Marktwirtschaft halt schon noch, dass sich das dann ziemlich schnell wieder einpendeln würde. Von daher ist es ein interessantes Thema. Man muss sich dessen halt bewusst sein, dass man da schon ordentlich Luft braucht und auch irgendwie flexibel sein muss und da vielleicht irgendwie Wege finden muss, entsprechende Kosten zu sparen beziehungsweise halt da auch langsam zu wachsen. Also ich habe es gesagt, so eine Entwicklung von dem Werkstudenten dauert halt 2, 3, 4 Jahre, kann aber halt auch sein, dass sich das rentiert, weil der vielleicht dann schon in diesen 2, 3, 4 Jahren, der kostet dann nicht so viel nebenher, den kann man vielleicht auch querfinanzieren und dann kannst du ihn in diesen 2, 3, 4 Jahren schon mal irgendwo bei dem Kunden auch platzieren, der den auch noch ein bisschen weiter behält, wenn der dann raus und voll drin ist. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Weg, wie man so ein bisschen langsameres und langgestreckteres Wachstum erreichen kann. Ansonsten, wie du es auch gemacht hast, halt das Recruiting halt mehr ist bei sich im Haus machen, muss man sich dessen bewusst sein, dass es halt echt ein Zeitaufwand ist. Aber da eben, wie angesprochen, mehr Elastizität, Flexibilität, das kann man auch mal abends und nachts machen, sich die die Lebensläufe anzuschauen, die Interviews dann halt am Tag, aber zumindest mal den ersten Schritt des Aussortierens wird halt, kann man da vielleicht ein bisschen noch selber mit abfangen. Mhm. Ja, ganz großer Vorteil ist natürlich auch, dass es am Anfang einfach so eine Lernkurve auch ist, ne? Der große Vorteil, wenn du das Recruiting von der ersten Sekunde an selber in-house machst oder sogar selber als Geschäftsführer mal eine Zeit lang machst, dann, und du hast dann mal so den 200. oder 300. Interview gehabt, dann werden natürlich die Lebensläufe, die du noch in Erwägung ziehst, auch immer weniger. Ne? Also ich bin jetzt mittlerweile so, dass ich dann mich in meinen Recruiting-Account, in mein Jobportal irgendwie einlogge und einfach nur kurz durch, was sind heute für neue Lebensläufe gekommen, löschen. Ja? Also letztendlich, da befasse ich mich dann schon gar nicht mehr damit. Und das ist natürlich auch eine Lernkurve und da wirst du natürlich auch immer besser dran. Ne? Und der große Vorteil ist, dass du dir dadurch auch ein sehr nennenswerten Skill auch angeeignet hast, ne? Weil es sind ja letztendlich sind es Leute, die dann irgendwann mal für dich arbeiten sollen. Okay, und du solltest als Geschäftsführer grundsätzlich die wichtigsten Dinge in deinem Unternehmen alle mal selber gemacht haben, bevor du sie auslagerst oder outsourcest. Aber natürlich gibt es dann einige Punkte, da ist es dann nicht möglich. Man kann auch nicht wirklich alles wissen. Also es gibt immer, deswegen auch nochmal, was du vorhin erwähnt hast, richtig durchzustarten, ohne Partner, also als Single-Unternehmer, die meisten, die wirklich super erfolgreich geworden sind, haben meistens immer, waren immer zu zweit oder sogar zu dritt. Manchmal etwas früher, manchmal etwas später, nicht von der ersten Sekunde an, aber dann letztlich später. Und ich habe auch, wir reden jetzt von 2004, 5, 6 und so weiter, wo ich viele Agenturen damals, war so die Startup-Kultur im Online-Marketing, also manche, vielleicht wenn du jetzt zuschaust und bist 20, dann war es noch gar nicht im Leben. Aber
Und da sind ja die ganzen Online-Marketing-Agenturen hier hochgepoppt. Ja? So ein bisschen zeitverzögert zum US-Markt, so ein paar Jahre. Ne? Das war so die Zeit, wo Deutschland immer so 2-3 Jahre hinten dran war, alles was Online-Marketing betrifft. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und das waren immer so, also es waren immer meistens 2 Gründer. Der eine war immer aus dem Vertrieb und der andere war immer irgendwie technisch. Und dann kam noch meistens immer nach einer gewissen Zeit, wenn man so 6-, 7-stellig im Jahr dann war, kam immer noch ein Dritter dazu. Und der war meistens dann der CFO. Ne? Also es war immer so ein Dreiegespann. Der eine die ganzen Zahlen, der andere das ganze Vertrieb und dann der Dritte irgendwie das ganze Technische. Ne? Und das ist also auch nichts Neues, kein Hexenwert. Das ist schon seit 20 Jahren und länger. Dann häufig die Erfolgreichen. Und viele von den Agenturen von damals, die, das hat keine 5 Jahre gedauert, dann haben die ein bisschen skaliert und haben sich dann halt an irgendeine von den großen, von denen ist jetzt heute keine mehr selbstständig, die sind alle verkauft worden, haben sich dann gesund gestoßen, ja, und ja, die damaligen Gründer sind jetzt einfach dann ganz normale Angestellte beziehungsweise Geschäftsführer dieser ehemaligen gegründeten GmbH und kriegen ihr Gehalt und haben halt den Laden halt verkauft und sind halt jetzt Teil eines großen Konzerns, wie zum Beispiel Publicis oder wie sie da alle heißen, M3net oder wie, also die ganz großen Agenturen halt da, die Milliarden machen. Und das gleiche, der gleiche Prozess war eine sehr starke Phase der Konsolidierung oder der Aufkäufe, der Übernahmen, was jetzt zum Beispiel die SAP CX Branche betrifft in den letzten 5 Jahren sowas. Also alle, also ich glaube 80% aller Agenturen, die irgendwie so zwischen 5 und 50 Millionen gemacht haben, sind irgendwie übernommen worden, ja, von großen. Okay, also das ist zum Beispiel auch, könnte auch eine Strategie sein, wenn du jetzt eine Vision zumindest, na, dass du eben hochskalierst, ein paar Jahre richtig Gas gibst, auch die Durchstrecke überwindest, auch entsprechend Kapital investierst und nicht nur 20k, sondern vielleicht eher 50 oder 100 oder 150, bis du dann mal ein bisschen Revenue siehst, aber dann halt eben auch eine Bude hast, irgendwann mal die 50 oder 100 Mitarbeiter hat und dann kannst du sie letztendlich an einen von den ganz Großen dann eben dort verkaufen und dann ja entsprechend ja, sozusagen a made man, ja, also das ist durchaus auch eine Strategie, die sehr häufig angewendet wird. Okay, so, also ich möchte jetzt einfach mal das sozusagen diesen Dreiteiler, der jetzt daraus geworden ist, ja, dieses Thema, die verflixte 7, warum viele Startup im Bereich Startup-Unternehmer oder Freelancer eben scheitern mit der Skalierung, mal beenden und ich denke, da waren sehr, sehr wertvolle Dinge dabei. Schauen wir mal bei unserem Skalierungstraining vorbei, ne? Und es ist wirklich sehr viel Bang for Buck, kann ich erstmal sagen. Und wenn du dich interessierst, zum Beispiel bei uns, was Vertrieb und Marketing betrifft, für eine direkte Zusammenarbeit, einfach dir ein Terminchen holen, ja. Und dann schauen wir mal, ob wir da zusammenkommen. Ansonsten begrüße ich dich sehr gerne wieder auf unserem YouTube-Kanal und gib dem Video einen Daumen hoch oder kommentiere, gib uns gerne Feedback, ja. Also wir sind da komplett offen, ja. Wir sind komplett Kritik offen. Wir sind sogar dankbar für Kritik, weil wir wissen, dadurch werden wir immer besser. Und ja, also wir können jetzt nicht zu diesen Coaches oder zu diesen Consultants, die wir uns hinstellen und sagen, hey, wir sind die Nummer 1 am Markt und alles, was wir sagen, wird genau 1:1 umgesetzt und am besten halt die Fresse, wenn du nicht unserer Meinung bist und so weiter. Da gibt es ja auch einige, die das sagen. Also okay. Ja, zu abschließen noch, es ist eigentlich trotz aller, weil dieses Video läuft ja letztendlich unter den Faktoren, ja, verflixte 7, also 7 Faktoren, und heute haben wir nur mal ein paar angesprochen, 3 waren es, glaube ich, die einfach um Leuten aus unserer Erfahrung heraus zu helfen, ja, wie sie es eben besser machen können oder was auf sie zukommen könnte. Das heißt aber nicht, dass wenn du es schaffst oder wenn du so ein bisschen, selbst nur ein bisschen skalierst, ja, hast natürlich in absolut Leben in Freiheit, ne? Also dir sagt niemand, wann du wo zu sein hast oder was, ja. Du kannst dir am Ende dann auch Kunden aussuchen. Du musst dann nicht mit jedem Kunden arbeiten. Du arbeitest aufgrund da sozusagen, selbst wenn du schläfst, verdienst du Geld. Ja, wenn du dich jetzt eine Stunde hinlegen würdest, mitten am Tag, wird trotzdem Geld verdient, weil eben andere Leute für dich arbeiten. Also das sind so die sagen, das sind dann die Früchte, die du natürlich dann irgendwann erntest. Und das ist auch der Grund, warum wir die meisten zumindest eben diesen Weg gehen wollen. Aber es bedeutet nicht, dass dein Leben bequemer wird. Ja? Viele verwechseln halt auch Bequemlichkeit mit Werten wie Freiheit,
ja, oder mehr Geld verdienen und solche Sachen. Ja, also da musst du dann schon noch ein ganzes Stück weitergehen, bis du dann mal eine Bude hast, die 20, 30, 40, 50 Millionen Euro wert macht und hoffentlich dann so gut durchoptimiert ist, dass sie dann mit einem Faktor von 2 bis 3 bewertet wird und dann kannst du die verkaufen und dann hast du eventuell eine achtstellige Summe auf deinem Konto. Ja, aber der Weg, der dauert ein bisschen, kann 5 Jahre dauern, kann auch 10 Jahre dauern. Ja, und auf dem Weg dahin begleiten wir natürlich, soweit es uns möglich ist. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ein letztes Wort. Nee, passt, alles klar. Bis dann. Okay, ciao.